Wings auf dem Amiga geht weiter, das 56. Geschwader mit unserem Frischling Lycra Love, der schon die erste Mission absolviert hat. Das haben wir beim letzten Mal gesehen. Da hat er Ballons abgeballert. Das lief ganz gut. Und ich bin mal gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Vielleicht mal wieder eine Strafing-Mission. Schön hier Moorhuhn schießen. So. Der 20. September 1916. I understand the British are now using these monster vehicles called tanks. Ah ja, da kam ja zum ersten Mal Panzer in Ersten Weltkrieg, genau, richtig. Not very reliable, I hear, and certainly not enough of a weapon to bring victory on the Somme. Ja, das stimmt. Kriegsentscheidend waren die Panzer nicht. I sure wouldn't want to be in one. They look like death traps. We can't be doing too well at HQ. Would be sending them to overrun the Cambrai Aerodrome instead of us to bomb it. Ja, da mal ein paar Panzer hinschicken nach Cambrai, um den Flugplatz der Deutschen Platz zu machen, aber das müssen wir machen. Mit ein paar Bomben. Bomb the Aerodrome. Secondary Target Planes, Red Cross Units. Natürlich nicht als Secondary Target, sondern bloß nicht abballern, sonst kommt Colonel Fairweather und sagt, du Kriegsverbrecher, du. Gut, wie dem auch sei, eine Bombardierungsmission lief ja beim letzten Mal gar nicht so schlecht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. With his majesty armored buggies bogged down in their tracks, alles klar. We closed on Cambrai with AA fire erupting all around. We'd have to be a lot more impressive than these tanks, or we'd face a similar fate. Okay, als ob ich mir das merken könnte. Ja, toll. Und Gebäude Nummer 1 sind ja nur 1, 2, 3, 4 Abwehrgeschütze. Ja, nee, ist klar. Mach ich schon. Nein, mache ich nicht. Ich bombardiere nicht dieses Fahrzeug. Und warum haben sie nicht auf jedes Fahrzeug sowas draufgeklebt? Ja, spielt natürlich nicht in Regeln, ich weiß. War das dieses Gebäude? Unmöglich, oder? Und das war es auf jeden Fall. Wow! Können wir noch ein paar Flugzeuge abballern hier? Natürlich dabei achten, dass wir nicht getroffen werden. Jetzt habe ich keine Bomben mehr, oder? Gut. Hey, guck mal. Schön die Gebäude zerballert. Ein paar Flugzeuge platt gemacht. Nur schön ausweichen jetzt hier. Komm. Hehe. Und schnell weg, bevor die Flieger Kampfhöhe erreicht haben. Gefechtshöhe. Drehen wir mal nach rechts ab. Ah, schade. Das wäre jetzt auch zu cool gewesen. Hitting down where it hurt. I left a small long ruins and headed for home. Ja, das hat der Lycra Love wieder sehr gut gemacht. Applaus, Applaus. Stimmt, Hangar 1, Hangar 2, 15 Planes, 5 zerstört. Perfekt, Mission ist ein voller Erfolg. Ah, ich glaube, wir sind der neue Liebling von Colonel Charles Ferrer. Patrick Weaver ist verwundet. Ah, so langsam verlieren wir aber hier Leute, was? Ist schon wieder ziemlich dünn geworden, das Geschwader. Naja, klicken wir mal weiter. Gucken, was die nächste Mission so bringt. Der 24. September 1916. Some of the men presented Ferrer with a petition complaining about the mail. Ferrer says he ain't interested in petitions. He's got too much bigger problems. The enemy's position on the Somme is being reinforced with anti-aircraft batteries. Ferrer wants us to strafe the work crews and have them running for the hills by dusk. If we raise any Archie, that'll be egg in the beer. Wer tut denn ein Ei ins Bier? Ja, Amerikaner, Franzosen, die kommen auf solche Sachen. Also eine Strafing-Mission, weil die Deutschen ihr Flugabwehrfeuer verstärken an der Front. Das ist natürlich nicht so schön. Strafe the convoy. Secondary targets, supplies, infantry, AA guns and tents. Also, unser Ziel, im Großen und Ganzen auf die Fahrzeuge zu schießen. Das wird wieder wahrscheinlich schwierig genug. Naja, müssen wir einfach mal jetzt abwarten. Ich will nicht schon wieder den Teufel an die Wand machen. Paralleling the combat zone, I wasn't sure which was going to be more fun. Seeing the new AA guns in blablabla, or watching the work crews tumble like circus clowns. Ja, ja, Moment. Nicht so voreilig, nicht so voreilig. Bumm. Ja, dich hole ich auch weg. Ja,
auf dich darf ich nicht schießen. Jetzt gibt es wieder Mecker. Mega von Egger. Hey, fliege in die Luft. Ah, kommt nicht, erwische ich. Haha. Je höher wir fliegen, desto weniger werden wir übrigens auch getroffen. Okay, das mag jetzt logisch klingen, aber habe ich, glaube ich, bisher in dem Let's Play noch nicht erwähnt. Hoppala. Auf die ganzen Abwehrgeschütze müssen wir natürlich aufpassen, ist klar. Obwohl, ich meine, in der Mission können wir ja eh nicht sterben. Das richtig in Erinnerung habe. Da sind wir ja schon ein paar Mal gescheitert. Aber wirklich was passiert ist ja nicht. Außer, dass wir halt nach Hause laufen müssen. Dass die Deutschen uns kein Taxi bestellen, ist ja auch klar. Oh, den wollte ich eigentlich gar nicht erschießen. Entschuldigung. So, jetzt noch ein Tankwagen hier. Unser Flugzeug sieht schon wieder aus wie... Weiß ich auch nicht. Fällt mir jetzt gerade kein passender Begriff ein. Aber diesmal ist es wohl nicht mit Klebeband getan. Sehr schön. Rotkreuzfahrzeug. Ich hätte jetzt beinahe drauf geschossen. Der Hitze des Gefechts kann es ja mal passieren. Du bist kein Rotkreuzfahrzeug. Auf dich schieße ich. Hol ich dich jetzt auch noch. Weg. Runter, wollte ich gerade sagen, vom Himmel. Aber der ist ja schon am Boden gewesen. Boah, wie lang ist denn der Konvoi? Ich glaube, der ist endlos. Und das könnte es gewesen sein, oder? Ein paar Soldaten erschießen, so. Na? Würde ich verstecken hier? Ha! Gott, wie sieht unser Flugzeug aus? Das war's. Puh. Ja, und es wird ja wohl ein Erfolg gewesen sein, oder? Oder? Jawohl, Erfolg. Schauen wir uns mal die Zahlen an. Wir haben alle Fahrzeuge erwischt, die es zu erwischen galt. Avatar-Supplies haben wir. Ja, natürlich von den Soldaten, aber kaum welche getroffen. Kanonennester auch ein paar. Und ein paar Zelte. Ja, ich denke, das war eine richtig erfolgreiche Mission sogar. Nicht einfach nur Success, sondern Big Success. Ja, hier. Albert Ball mit 37 Kills und danach Oswald Bülke. Ja, und wo sind wir? Ja, haben natürlich noch keinen Abschuss zu verbuchen. Ja, war immer fürchterlich, dass wir hier rumsterben. Der Abte Blaue war auf einem guten Weg. Naja. Zipfelpott ist neu. Okay. 3 Missionen, 0 Abschüsse. Hoffentlich bekommen wir die Chance, das jetzt zu ändern. Lycra Love soll doch jetzt mal richtig Kriegsheld werden. 27. September 1916. We have a new member in camp, Chaplain. Okay. Holy Joe, we call him. Ach so, ein Kaplan, ja. Der heilige Joe. Some of us have been wondering what a Chaplain is doing at an aerodrome, but the first thing he did was straighten out our mail situation with just one wire to HQ. Any padre who can work miracles like that can have my bed if he wants. Was hatten die denn für ein Problem mit der Post? Kamen die nicht an oder was? Ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall hat sich der heilige Joe darum gekümmert. Warum auch nicht? Stoic as always, Pharaoh is letting the whole thing blow over and sending 4 of us to escort a bomber to Hirson. Okay, also eine Bomber-Eskortierungsmission. Zu viert. Ja, ist immer schlimm, auf das eigene Flugzeug aufzupassen. Wer den Bomber fliegt, weiß ich nicht. Vielleicht wir. Das könnte natürlich sein. Nein, natürlich nicht. Also sind jetzt 5 Mann von uns in der Luft. Okay. Das kann spannend werden. Vielleicht haben wir nochmal Glück und treffen wieder nicht auf gegnerische Flugzeuge. Und wenn, dann werde ich mich jetzt mal versuchen, von dem fernzuhalten. Wie oft bin ich jetzt eigentlich schon gestorben, weil ich in gegnerische Flugzeuge reingeflogen bin? Ist das 3. Mal passiert oder das 2. Mal? Ja, fürchterlicher Tod.
So, umsonst. As we cross into enemy territory, our two E3s, also zwei E3s, and D2 tirelessly attack us west of Hearthstone. Hm. Also, ich glaube, ich habe nicht gezählt. Fünf? Nur drei? Ne, drei, ne? Natürlich. Zwei E3s und eine D2. Immer blöd, wenn die eigenen Kollegen dann noch irgendwie hinterhängen. Kümmere ich mich halt um den hier. So, hier bleibe ich jetzt aber. Ganz ruhig versuchen abzauen. Mist, der ist gut, der Junge. Wow. So, der ist erledigt. Das dürfte unser Abschuss sein. Mal gucken, dass wir mit heiler Haut hier rauskommen. Da stürzen zwei ab. Sind das die beiden Deutschen? Das sind die beiden Deutschen. Sehr schön. Gut, dann dürfte es das gewesen sein. Wow, mal schnell hier wegfliegen. Nicht, dass wir in das Wrack reinfliegen. Dann dürfte die Mission gewonnen sein. Mit einem Abschuss für Lycra Love. Lycra Loves erster Abschuss. Hm? Die erste Kerbe, die er sich ins Holz schnitzen kann. Wäre ja was. Warum fliegen wir noch? Hallo? Hallo? Hm. Vielleicht doch noch irgendwo ein Deutscher? Na, das dürfte jetzt aber gewesen sein, oder? Ja, once again, the 56 strikes fear into the hearts of the enemy. Ja. Und ein Abschuss für Lycra Love? Ja, ja, ja. Yes, Lycra Love mit dem ersten Abschuss. Die anderen beiden Abschlüsse für Francis K. Baptist. Naja, gut. Hauptsache, wir haben unsere erste Kerbe, die wir machen können. Ins Holz. Ins Bett schnitzen, wie auch immer. Vier Missionen und ein Kill. Na, für noch eine Mission wäre die Zeit, glaube ich, zu knapp. Ach komm, eine Mission hängen wir noch hinten dran. Ist so egal. Machen wir jetzt noch. Nach einer kurzen Ladeunterbrechung. 30. September 1916, Holy Joe cleaned us out last night in a marathon poker game. Ah ja, der heilige Joe kann auch pokern. Never thought I'd be gambling with a cleric man, but the whole thing was his idea. Ja, ja, natürlich. Der kann pokern und hat euch jetzt ausgezogen, Jungs. Not only he, did he organize our debauchery, was auch immer das ist, I think he set up a direct line to you know who. Whatever. One game and I already owe him $6. Hope I live to get a rematch. Ja, das werden wir ja sehen. Oh, da ist er, der heilige Joe. Er ist ein Zocker, das sieht man. Four of us have the noon patrol and Pharaoh wants us to do at least as well as the morning boys. They brought down two Fokkers. Okay, die morgendliche Patrouille hat zwei Fokkers abgeschossen und wir werden jetzt zu viert fliegen. With Holy Joe's prayers, I'm going for two of my own. Ah, also fliegen wir doch zu dritt, wie auch immer. When it's back to seven cards, old Cincinnati, low in the hole, splits the pot. Ja, klar, wenn das da steht, jetzt stimmt. Also fliegen wir jetzt doch zu viert. Hier ist sau wirklich nie klar, was zu tun ist. Wie die Aufträge aussehen. Ah, passt schon. Not sure which is a bigger gamble, playing poker with Holy Joe or playing the odds against Fritz. With three Eindeckers baiting us below, we called the bluff and cut the deck for a life and death hand. Also gegen drei Eindecker. Wir kommen von oben, das ist gut. Direkt im ersten Ansturm vielleicht einen erwischen, das wäre ja mal was. Auf wen konzentrieren wir uns? Ich nehme den in die Mitte. Wenn ich da schon drauf zufliege, dann. Wo ist er hin?
Ach, da unten war er. Mist. Ein paar Mal haben wir ihn schon erwischt. Ein paar Kügelchen. Den hier am besten. Wow. Nicht wieder ins feindliche Flugzeug reinfliegen. Sonst denkt er noch irgendwann, ich mach das extra. Nein, nein. Okay, das ist eine rote Maschine. Das ist gut. Ja, die wir wieder sturmreif geschossen haben wahrscheinlich. Wie immer. Schneller? Also unsere Flugzeuge? Hat so ein bisschen den Anschein. Manchmal zumindest, oder? Fliegt der hin? Da hinten fliegt noch einer. Ist aber noch jemand näher dran. Wow! Wow! Nein! Oh. Hat übrigens schon lange nicht mehr das Maschinengewehr versagt. Fällt mir mal so auf. Schon etliche Missionen her, dass das letzte Mal passiert ist. Ja, bitteschön, geht doch. Doofsack. Na, ob das jetzt ein Abschuss war oder vielleicht kriegen wir sogar noch den zweiten Abschuss dazu geschrieben. Den wir fast reingeflogen wären da. Also ein Abschuss ist auf jeden Fall unser, jetzt der letzte. Da kann sich niemand rausreden. Yes! Kriegen sogar noch den zweiten gut geschrieben. Ja, super! Second Lieutenant Lycra Love läuft ja wie geschmiert. Lloyd Cutter ist verbunden. Der Captain. 5 Missionen, 3 Kills. Na, was will man mehr? Gut, machen wir an der Stelle einen Cut. Ich bedanke mich fürs Zusehen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye.